von meinem Hund! Ich kann mich drunter verstecken. Das ist eine historische Schlacht. Das letzte Gefecht von Nowhere. Ich habe so das Gefühl, wir haben noch einiges los. Scheiße. Wurde auch Zeit. Vandalisier sie. Du bewegst dich, sein Gegner. Groot sagt, wenn ihr euch mit dem Hund anlegt, kriegt ihr die Daumen. Durchgeknallte Ehre verdienen es. Warum greift der Hund nicht ihre Daumen hier an? Verschaff ihm nur etwas Zeit zum Erholen. Tödlichte Frau im Anmarsch, Cosmo! Rede mit uns! Der Hund hat sich in Erinnerungen verloren! Das ist eine historische Schlacht! Das letzte Gefecht von Nowhere! Ich habe nur das Gefühl, wir haben noch einiges vor uns! Du musst doch noch Sniper sein! Tu ihn weh, Gamora! Das tut auch nicht weh! Nicht sehr. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Ja. Wir haben es auf Schnaufpause, Groot. Dieser verblakte Kugelschwamm muss Sterne sehen. Oh, mein Gott, schon wieder ein Sniper. Ich muss den Sniper anvisieren. Halt sie unten, Groot. Cosmo, wo musst du dir kommen? Ich werde hier ein bisschen abgelenkt. Zeit für den Schredder! So wird das gemacht! Passt auf eure Arme auf! Hoffentlich vergisst der Köter nicht, dass wir seinen Schwanz gerettet haben! Betrachte das Gesamtbild, Rocket! Lösch die auf, Rocket! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Das würde ich nur ohne Zeit geben, Red! Na komm! Nimm das! Macht kaputt. Arsch, das muss doch wehtun. Will ich mir das ein oder machen wir wirklich kaum denn? Wie ein heißes Messer. Na komm. Diese riesigen Dinger sind echt. Komm auch jetzt. Scheiße, ich kann ihn doch nicht wieder überleben, wenn ich hier selber dabei getötet werde. Ja, Scheißdreck. Save Point. Ich will das nicht nochmal alles von vorne. Vor allem, wir haben die Kleinen ja schon weg. Oh nein, natürlich nochmal. Das wird brutal. Alles für dich, Gamora! Okay, erst die Großen. Erst die Sniper ausschalten. Genau, dann fahrt nicht mit Nowhere, ihr Mistlöcher! Ja. Schneid sie in Streit! Das ist eine historische Schlacht! Das letzte Gefecht von Nowhere! Ich hab so das Gefühl, wir haben noch einiges vor uns! Der Kult ist hier voll reingelaufen! Durchgeknallte Ehre verdienen es! Nee, auf geht's. Warum greift der Hund nicht ihren Geist an? Ich glaube nicht, dass er noch da drin ist. Keine Chance! Ich hab die Bedrohung beschwichtigt! Kehrt zurück ins Gefecht! Heißt dann wohl, dass es kein Nowhere-Widerstand gibt? Doch, ist der Hund nicht tot! Meine Knöchel können seinen Metallpanzer nicht knacken. Ah.
diese Narren! Zeig ihm ein, was wehtut, Rocket! Spürst du das? Ich hätte ihn ein bisschen abgedenken müssen. Cosmo, du musst zu dir kommen! Der Kerl frisst die Munition einfach! Ja. Ich bin schon so klein. Zeig ihm deine Kraft! Ich bin tot! Okay, Arm ist weg. Wow! Erinnert mich daran, gut nicht zu verärgern. Wir müssen den Großen mit mehr Kraft angreifen. Jetzt schlägt Drag T! Still! Ehrenvoll! Gamora, aufschlitzen! Das wird nichts zu mir hier drin stoppen. Wir sollten sie vielleicht erstmal von uns fernhalten. Zeig, was deine Ente drauf hat! Das ist ein großer, böser Drecksroboter! Und zack. Cosmo, du musst zu dir kommen! Na komm, das war sehr gut. Jetzt mach's fertig. Das ist eine historische Schlacht. Das letzte Gefecht von Nowhere. Ich hab so das Gefühl, wir haben noch einiges vor uns. Na komm. Ein großer Zweck. Dieser Gegner ist gut gepanzert. Räucher sie auf, Rocket! Oh no. Die Security von Nowhere wird nach dieser Sache großen Ärger kriegen. Falls noch welche davon... Leute, Gruppe bilden! Ich kann diese Monster nicht auf Abstand halten. Sie setzen ständig nach. Ich bin gut. Er hat recht, Quill. Wir sind hier in einer miserablen Position. Immer wenn ich mich umdrehe, sind die mistigen Flakbeutel zu nah dran. Diese Flakbeutel kommen also nah ran? Ich sage na und? Es ist ihr Untergang, nicht unserer. Niemand kämpft schmutziger als wir. Wenn sie zu nah kommen, simuliert den Sturz und macht sie den Kopf kürzer. Wer ist dabei? Stern! Yeah. Das ist für... Na dann. Das ist eine historische Schlacht. Das letzte Gefecht von Nowhere. Ich habe so das Gefühl, wir haben noch einiges vor uns. Fast Track! So, alle auf einmal. Puh. So muss das, wenn alle mit auf einmal ihre Kräfte einsetzen. Was zum Flak soll das? Er ist jetzt einer von denen. Er ist unser Freund. Ja, war Drax auch. Und ich gehe nicht in den Kopf von der Töle. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Hey, Kumpel. Bist du... Na toll. So ein Trick. Mach ihn platt, bevor es zu spät ist. Warte. Er ist noch da drin. Ich kann ihn hören. Ich höre nur Gebell. Ihr müsst euch konzentrieren. Er ist da. Nein, am Arsch. Er schlag noch mal. Verpasst ihm eine Kugel. Nein! Böse Hund! Versuch was wert. Wir sind Sabberschnauze, Wächter von Galaxien. Eigenartig. Cosmo wittert alten Freund, aber echter Piotr Quill nie am Belt Cosmo. Du hast mir leider kaum eine Wahl gelassen. Er kann uns nicht sehen, er ist noch im Versprechen. Cosmo, wo steckst du und was siehst du? Blaue Himmel und Autos zum Jagen. Cosmo wieder da. Doma, wie sagt ihr, zu Hause? Schätze, er meint die Erde. Geruch von frisches Gras. Gefühl von Dreck unter Pfoten. Keine Last auf Seele, dafür viel gehen Gassi. Fangen Ball. Wenn du das so vermisst hast, hättest du doch jederzeit zurückkehren. Nowhere ist dein Zuhause.
Genau hier und jetzt. Nowhere ist nichts. Toter Kopf von Schrott. Nein, es ist viel mehr als das. Dieser Planet ist ein besonderer Ort. Ich bin Groot. Wenn begegnet heißt, ich hab dir deine Borke gerettet, dann ja, hab ich. Es stimmt. Nowhere war erster Ort seit Erde, wo Cosmo nicht geführt wie Straßengüter. Erste Mal, dass Cosmo vergessen, was ging verloren. Dieser Ort ist eine Zuflucht für Außenseiter wie uns und dich. Ein Zuhause. Erde heißt nur der Fels, auf dem du geboren bist. Geht nicht um Felsen. Geht darum, was Cosmo hatte auf Felsen. Fuß vom Bett für Schlafen, Bauch für Graulen, Halsband mit Name. Du vermisst Eigentum von jemandem zu sein? Cosmo nicht Eigentum. Teil von Familie. Doch irgendwann Familie weg. Männer in Anzug schicken Cosmo mit Rakete. Cosmo sucht viele hundert Jahre nach Familie, aber nicht. Du hattest Lärchen. Wie es aussieht, haben die dich im Stich gelassen. Familie niemals im Stich lassen, Cosmo. Was ist mit deinen Welpen, Cosmo? Die sind doch deine Familie. Cosmo, Kinder sind... Sie sind hier, Mann. Und sie zählen auf dich. Deine Liebe und dein Schutz. Aber Menschen wollen, dass Cosmo kommt bei Fuß. Muss treu sein. Mann, deine Kleinen brauchen dich tatsächlich. Du musst denen gegenüber treu sein. Lass sie nicht im All zurück, so wie sie es mit dir gemacht haben. Cosmo würde nie. Das hast du aber. Sie sind hier auf Nowhere. Irgendwo. Und sie brauchen dich. Komm schon, Cosmo. Du riechst doch auch, dass das hier zum Himmel stinkt. Piotr Quill hat recht. Cosmos Menschen keine Witterung. Diese böse Truggestalt beißen so fest du kannst. Geht weg! Cosmo nicht abortieren, eure Lügen! Richtig, Kumpel, sag sie! Nowhere ist zu Hause von Cosmo. Seine Welpen, seine Familie. Wird euch schützen, komm was wolle! Cosmo weiß nicht, sich zu würdigen. Der er sich. Ich meine, vielleicht brauchen wir ihn noch. Der kommt schon. Ich glaube, die Bestie wird sich erholen. Cosmo hat seine Mission und wir unsere. Los, auf zum Cortex. Glaubst du, er kommt drüber weg? Er hat ein dickes Fell. Okay, ich habe immer noch Zugangscodes von meinem und Groots Urlaub. Du meinst, als du gegangen bist? Warum musst du immer so... Flock! Dreckiges Grattdiebe! Gar! Cosmo hat die Codes geändert. Sieht so aus. Okay, Leute, suchen wir einen anderen Weg. Vielleicht hast du den Code falsch eingegeben. Das ist mir auch schon passiert. Mit diesen Wurstfingern? Kein Wunder. Diese geschickten Finger machen keine Fehler. Der kann doch bestimmt Drex mal... Drex, wirst du damit fertig? Eine faszinierende Struktur. Das werde ich wohl bereuen. Aber wirbel bloß keinen Staub auf. Also, gestohlene Codes, Haftstrafe. Was genau habt du und Groot hier unten eigentlich gemacht? Wir haben einen Job von einem alten Kontakt bei Mantlo bekommen, bevor du dein Wiedersehen mit Mr. Lippen losgefeiert hast. Ich kenne auch viel komischere Leute. Ich kenne keinen komischeren als dich. Was zum Flak war das? Ein Erdbeben? Unwahrscheinlich. Wir sind nicht auf der Erde. Was immer sie tun, ich vermute, sie haben jetzt die nächste Phase erreicht. Wir halten sie auf. Drex, wieso brichst du dir nicht die Hände, obwohl du ständig was zertrümmerst? Das Ritual wird bestimmt bald beginnen. Ich bin Groot. Gute Frage, Kumpel. Woher wissen wir, dass wir etwas so Mächtiges überhaupt stoppen können? Ah, das ist wahrscheinlich eine Frage für die Käfer-Lady. Leider hat sie uns im Stich gelassen. Um ihr Volk zu retten.
Sie weiß, was sie tut. Raker hat gesagt, Nikki hätte Nowhere für das Ritual ausgewählt, oder? Ja, und es wird mir schwerfallen, das durchgehen zu lassen. Aber das bedeutet, dass der Magus es ausgewählt hat. Wahrscheinlich wegen des Cortex und des sofortigen Zugriffs auf alle Gläubigen überall. Also schlagen wir ihm die Tür vor der Visage zu, ruinieren seinen großen Tag und treten nach, wenn er am Boden liegt. Wie geht's? Ich hab Gehirne und die universelle Kirche des Mists so satt. Wächter von Galaxien, Kosmos schuldet Bolshoi Schuld. Komm zurück! Hey, wir haben eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Bist du dabei? Jetzt! Cosmo erobert Turm von Security zurück. Wo seine Welten verstecken sind. Ohne Turm ist Nowhere verloren. Hey, Scheiße. Ja, sei da oben vorsichtig, Kumpel. Ach, fuck. Ausgeknipst. Ich muss mich in Deckung begeben. Wächter von Galaxien, Cosmo schuldet Bolshoi Schuld. Komm zurück! Hey, wir haben eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Dabei. Jetzt! Cosmo erobert Turm von Security zurück, wo seine Welten verstecken sind. Ohne Turm ist Nowhere verloren. Welten auf. Alles klar. Sei da oben vorsichtig, Kumpel. Ach, komm. Gamora, erledige sie! Weich aus! Drax! Je schneller wir von diesem Gehirn runterkommen, desto besser. Dann erschreck dich nicht. Ich kann nicht klar denken, solange dieser Nova-Boy-Idioten um sich wirft. Du hast dich doch noch nie so lebendig gefühlt. Du bist dran, Großer! Ah. Er kommt noch den anderen. Achtung, Minen! Hier, die Hochrocket! Näher ran! Lasst euch nicht von denen abschießen! Du solltest wirklich mal in etwas Feuerkraft investieren, Gamora! Das war ja nichts mit sich. Dies ist ein Ort der Macht und ein guter Platz für eine blutige Schlacht. Gib's ihnen so richtig, Drax. Die Ablenkungen des Hexers fordern meine Geduld heraus. Ja, wenn wir ihn wegputzen, ist der Rest ein Kinderspiel. Noch einer leben. Was ist da unten in diesem riesigen Gehirnabfluss? Das können wir unsere Gegner rasch herausfinden. Mit dem Gesicht verraten. Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Ich versuche dann noch zu kämpfen. Nein, du kannst dem Gehirn nicht wehtun. Es ist bereits tot. Was soll ich denn hier machen? Es ist ein Ort der Macht. Ein guter Platz für eine blutige Schlacht. Scheiße. Meint ihr, das Zeug ist brennbar? Das wäre kein Problem, wenn du ordentlich bewaffnet wärst. Okay, wir müssen mal. Ich vermisse den Dschungel jetzt schon. Ich
Spieß irgendwie noch im Kampf erfrischen, Alter. Deswegen können wir das auch nicht machen. Ach, Kackdreck. Dann hat den Kampf nochmal von vorne. Danke, Spiel. Wächter von Galaxien, Kosmos schuldet Bolschoi-Schulden. Komm zurück! Wir haben eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Bist du dabei? Jetzt! Cosmo erobert Turm von Security zurück, wo seine Welpen verstecken sich. Und dann kommen die alle nochmal. Verloren. Welpen auch. Alles klar. Sei da oben vorsichtig, Kumpel. Lass ihre Lichter ausgehen. Kann jemand hier diesen verklagten Schritt knacken? Lasst euch nicht von den Bienen treffen! Dies ist ein harter Platz! Ein guter Platz für eine blutige Schlacht! Es gibt keine schlechten Plätze, um Leute zu erschießen! Ha! Und jetzt viel Glück mit deinen Minen! Diese verflachten Minen können sich verflachen! Na komm! Ja! Solltest die schwebenden Kapseln meiden, Peter Quill! Zeig uns dein Schwert! Schnitt und Ätzen! Wicke sie ein, Puppe! Komm, ihr Narren! Kommt und sterbt auf diesem Gehirn! Das ist so abgefahren! Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist! Korrekt! Der Elektrokorpssoldat muss als nächstes weg! Bleib weg von den Minen! Wie sagt man? Mine der Tür? Mein Bestes. Tut bestimmt trotzdem weh! War's das dann? Ich fühle mich sehr ungeschützt in dieser Grube. Unsere Feinde sind genauso ungeschützt. Diese armen Kerle haben eine Gehirnpatrouille. Ekelhaft. Das ist echt viel Hirnpulver. Ja, das Zeug macht Schlamm aus deiner Luftröhre. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich meine Maske. Die hilft dir nichts. Die Partikel sind so klein, dass sie bereits eindringen. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Lungen sind immer grau. Und du weißt das. Ich hab's gesehen. So. Drax, hilf mal, hochheben. Kein Problem. Und da drüben müssen wir hin. Was machen die Käufer eigentlich mit der Gehirn? Drax, hierüber, Beeilung! Ich mache so schnell wie nötig. Weißt du, ich hab dich nur verarscht, Quill. Wie bitte? Sowas wie eine graue Lunge gibt's gar nicht. Ja, ich weiß. Du bist voll drauf reingefallen. Graue Lunge, Vorsicht! Dieser Ort fällt praktisch auseinander. Möglicherweise sieht man ganz grauer so aus. Es kommt wieder auf die Beine. Ein riesiger Kopf hat keine Beine. Früher schon. Okay, Schild für Herstellung verzögert, extra Schild. Und für eine extra gesund, das ist cool. Es gehört dir. Ich bezweifle, dass selbst du das kaputt kriegst. Sie haben also alles stehen und liegen lassen, als sie den Cortex entdeckt hatten? Wenn du mit stehen und liegen lassen meinst, dass der Köter fuchsteufelswild wurde und alle verjagt hat, dann ja. Das überrascht mich nicht. Stellt euch vor, das Ding fällt in die falschen Hände. Das müssen wir nicht. Hey Groot, denkst du, du kannst mich darauf bringen? Ich bin Groot. Genau da. Das scheint dem Kabinett unsere Aufgabe zu sein. Ich will einen Überblick kriegen. Ausspähen? Ausspähen. Hier riecht's komisch. Gehirnmasse. Die wird sauer, wenn sie zu lange liegt. Riecht nach Metall und keine Ahnung, was anderem. Eukrya. Was ist das? Das Ausscheidungsprodukt einer großen Kateth-Schnecke. An Schneckenpisse hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Sie ist unverwechselbar. Da kommt Gamora hin. Mich hungert. Nach einer Schlacht? Ich hab auf dem Schiff nichts gegessen. Hier liegt jede Menge Gehirnmasse rum. Es kann warten. Die Kamera. Sieht stabil genug für den Anker aus. Klar, sag mir nur wo. Hilf mir mal, Kamera. Genau hier. Wird erledigt.
Ich bin überrascht, dass Thanos im Krieg nie versucht hat, Novas Ressourcen zu übernehmen. Unterschätze nie die politische Macht des Kollektors. Er hat für jeden etwas, um ihn zu bestechen. Die Kirche nimmt keine Bestechung an. Sie akzeptiert nur Unterwerfung. Aber wohin? Hier nicht hin. Ist das ein Ankerpunkt, Gamora? Ja, genau da. Versuchen wir es mal hier. Was siehst du? Dasselbe, nur von weiter oben. Oha. Wo gibt's denn los? Der gibt's Outfits, das sind diese düsteren Dinger. Wow, steht ihm gar nicht. Ich hab nachgedacht. Ja, die Nova-Leute sind autark, aber sie sind auch paranoid. Das ist eine Untertreibung. Dann sind einige vielleicht beim ersten Anzeichen von Ärger in ihre Schiffe gesprungen und abgehauen. Du unterschätzt ihre Gier. Rika verspricht Macht und ewiges Leben. Welches Continuum-Kodex? Okay, aber wie... Wo können es jetzt weitergehen? Er will wissen, was ein Himmelswesen enthauptet haben könnte. Wahrscheinlich eine außergewöhnlich große Klinge. Den, der die geführt hat, möchte ich lieber nicht treffen. Okay, da hätten wir noch was. Autsch. Die Mister Groot fragt, ob in unseren Köpfen auch winzige Personen leben, so wie in Nowhere. Eine berechtigte Frage. Viele Behausungen bestehen aus Holz. Hör nicht auf den gruseligen Mann, Groot. Können wir da irgendwas mitmachen? Oder wie ist der Plan? Warum unternehmen die mächtigsten Kräfte des Universums nichts gegen die Kirche? Galactus, das lebende Tribunal. Die sind zum Galaktischen Krieg auch nicht erschienen und den haben wir ohne sie gewonnen. Dein Irrtum ist die Annahme, sie würden auf den Rest von uns auch nur einen Schlag geben. Da können wir vielleicht... Na, was mach ich denn? Du, da war ich ja schon. Ganz normal versuchen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Nowhere direkt in den Riss zu steuern. Zu riskant, falls Nikki hier ist. Du willst den Menschen aus der Galaxie auslöschen? Auf keinen Fall! Gut. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Da ist es wunderbar. Und nochmal. Was ist denn all diesen Türmen und Kapseln? Da es hier keine Zoneneinteilung gibt, könnte es alles sein. Eine davon ist halb Bibliothek und halb Vergnügungskapsel. Hoffentlich hat sie überlebt. Kein Plan, wie wir hier weiter kommen. Es schmerzt, dass all meine Investitionen in Rauch aufgehen. Welche Investitionen? Startkapital für illegale Waffenforschungsprojekte. Einige Units finanzieren Trainingsprogramme, ein paar Wetten. Du hattest die ganze Zeit Units? Nein, sie waren investiert. Ein Schleuder. Nö. Hä? Im Profil meiner Stiefel stecken Hirnfetzen. Bei mir auch. Als hätte jemand Gummi geschmolzen. Lass mir bloß keiner was von dem Zeug in mein Schiff schleppen. Sekunde. Stehen die ganze Zeit hier rum.
Hier geht's weiter. Ziemlich Richtung. Sind stärker geworden. So kann man es auch sagen. Die Aussage war korrekt. Aber sie hilft niemandem. Soweit wir wissen, wird das Ding hochgehen. Oh, was haben sie dir nur angetan? Alles, okay, Rocket? Nein, nichts ist okay. Der Cortex, nowhere. Was soll aus diesem Ort werden? Diese Müllhalde mit billigem Schnaps und fragwürdigen Units ist sowas wie mein Zuhause. Das ist nicht das erste Mal, dass Nowhere erobert werden soll und es wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben immer noch Cosmo auf unserer Seite. Sobald wir mit der Kirche fertig sind, wird er den Laden hier aufräumen. Hoffentlich wird er dann nicht zu sauber. Danke, Quill.